Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Freitag, der 3. Juli auf Nimmerland. Nuuk Inc. hat nun seit einiger Zeit die Gewässer um unsere Insel erforscht und studiert. Es freut mich, verkünden zu dürfen, dass den Ergebnissen zufolge das Schwimmen im Meer sicher ist. Besser noch, das Wasser ist klar und sauber. Daher eignet es sich perfekt zum Tauchen. Damit sich niemand verletzt, bitten wir euch darum, dabei die passende Ausrüstung zu tragen. Einen Tauchanzug könnt ihr entweder im Laden über Nuuk Shopping erwerben. Oh, ich kann es gar nicht erwarten, alle dort tauchen und planschen zu sehen. In Maßen natürlich. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß für euch alle. Yeah! Ja, und damit herzlich willkommen zu Animal Crossing New Horizons. Wir haben den 3. Juli und das bedeutet, heute ist das Sommer-Update endlich da. Das erste zumindest. Im August kommt das zweite. Nintendo schickt uns auch was Schönes. Vielen Dank fürs Herunterladen des Updates. Wir möchten uns dafür mit einem Geschenk erkenntlich zeigen. Weitere Updates folgen in Zukunft. Ja, danke schön, Nintendo. Wir haben auch was von Gilliver. Gilliver war gestern da. Und Nuuk Shopping. Dass sie Nuuk Shopping entgegenbringen. Wir möchten sie heute auf ein wunderbares saisonales Angebot hinweisen. Nun jetzt, also lassen sie sich. Okay, das schauen wir uns gleich auch an. Wir gehen mal eben hier gucken. Oh, wollte ich gar nicht hin. Eine Taucherbrille. Sehr cool. Schnorchel. Und von Gilliver haben wir eine Greisenmaske bekommen. Oh, die ist auch cool. Die ist cool. Aber wir tragen heute hier die Taucherbrille, würde ich sagen. So, wir bringen aber erstmal alle Sachen weg, bevor wir tauchen gehen. Vorher gehen wir aber, glaube ich, noch shoppen. Wie immer. Und dann kann ich gleich wieder über meine tollen Träume erzählen. Die diesmal wirklich komplett bescheuert sind. Wirklich. Und zwar, warte, ich habe heute Morgen in meiner Gruppe mit Freunden geschrieben, meinen Traum. Ach, genau. Oh Gott, ey, ne? Also ich habe eine Party gefeiert, ja? Und nach der Party kamen dann noch zwei Leute, die verspätet waren. Und die haben sich dann gefragt, hä, wo sind die Leute alle? Dann habe ich so gesagt, es ist 7 Uhr, die sind schon alle weg. Und dann kam irgendwie eine Biene. Irgendwie in meine Villa. Und die wollte sich die ganze Zeit auf meinem Kopf, sich hinpflanzen, ja. Und ich habe sie halt die ganze Zeit versucht, da irgendwie wegzubekommen. Aber die wollte partout nicht von meinem Kopf runter, ja? Also, das war richtig strange. Also, sie hat auch nicht gestochen oder sowas, ja? Sie wollte wahrscheinlich auch gar nicht stechen. Aber es war echt alles sehr, sehr seltsam, wirklich. Ja. Und danach bin ich halt aufgewacht, ja? Dann musste ich irgendwie auf Toilette, weil ich habe sehr, sehr viel getrunken über die Nacht. Und als ich dann zurückkam, war dann auch wieder ein Fail, ey. Ich wollte mich ins Bett legen. Was ist? Ich rutsche aus auf den Umzugskartons und das hat dann erstmal einen lauten Knall gegeben. Ich weiß nicht, ob das meine Nachbarn gehört haben, aber es war echt laut und meine Schulter tut jetzt weh. Ja. Ja, danke. Kannst du mir jetzt das geben? Oh. Ja, hallo. Ja, nehme ich. Danke. So, was haben wir hier? Haben wir nichts. Okay. Rainer, bist du eigentlich wieder da? Der erste Traum war noch irgendwas mit einem Monster. Ich wollte eigentlich mit meinem Freund einen Urlaub machen. Irgendwo bei einem großen Meer. Aber wir waren dann irgendwie am See und im Hintergrund waren richtig schöne Berge. Und dann haben wir da einen Spielplatz gesehen und auf einmal war da auf einmal eine Leiche irgendwie auf dem Spielplatz, ja. Aber der Spielplatz, der war echt groß und da waren auch viele Jugendliche, würde ich sagen, also größere Leute. Also so junge Erwachsene, würde ich mal sagen, so 18, sage ich mal, waren viele 18-Jährige. Und dann war da halt eine Leiche. So, und wir wollten dann schnell nach Hause fahren, also wieder wegfahren, ne?
Aber dann fehlte uns eine Person und die war in so einem Haus drin. Dann musste ich dann da in das Haus reingehen, ja, die suchen und dann sehe ich da so ein Monster auf einmal. Und ja, dann habe ich die Tür schnell wieder zugemacht und bin dann zum Auto gegangen und dann stand die da. Und dann habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, ich sehe das Monster, weil ich habe sie nicht gesehen, ja, wie sie da hingelaufen sein könnte. Hätte natürlich auch die ganze Zeit draußen sein können, aber ich habe sie nicht gesehen, ja. Und das war dann auch wieder so ein bisschen strange. Dann habe ich die ganze Zeit überlegt, was soll ich so tun? Oh, als ob ich einen Trank hätte, um sie zu verzaubern. Ja, richtig seltsam, Leute, richtig seltsam. Sag ich, wie es ist. So. Ich sehe natürlich sehr, sehr gut aus. Voll mit der Mütze. Och ne, das war ein cooler Käfer, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Naja. Egal. Schmetterling. Hier habe ich zwei Fische gefangen. Einmal so einen Mondfisch. Und einmal einen Hirschkäfer oder so. Ne, Nashornkäfer. Nashornkäfer, genau. Habe ich gestern oder vorgestern gefangen. War Zufall. Hallo, Sina. Und Tina. Oh, tut mir leid, aber solange du ein Taucher... Oh, jetzt kommt die Kacke wieder, oder was? So, ausgezogen. Kann ich jetzt? Danke. Och, Mann, ey. Immer diese Leute hier. Oh, es gibt jetzt Lagentops. Okay. Ringeltop, Elefantenmusterhose, okay, cool. Sonst sehe ich hier gerade nichts Neues. Okay, dann kaufen wir nur die Hose. So. Ja, sieht gut aus, danke, danke. Und den tragen wir mal. Müssen wir mal eben kurz gucken, ob Rainer da ist. Ob der Rainer da ist. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht. Nee, natürlich nicht. So, dann gehen wir hier runter. Also, ich glaube, man kann mit A, aber ich möchte eigentlich nur das Rezept noch schnell. Ja, oh, hier haben wir schon direkt. Super. Ja, Vogelhaus erlernen. Ach, das habe ich aber schon. Okay. Ah, okay. Man kann also von da A drücken. Das ist schon mal cool zu, gut zu wissen. Und dann kann man wahrscheinlich auch von hier runterspringen, oder? Oi! Ja, kann man. Das ist cool. So, und tauchen kann man mit Y. Okay. Und wie lange kann ich so unter Wasser bleiben? Ich weiß ich noch nicht. So, und wie erkenne ich jetzt, wo was ist? Da kommen so Luftblasen raus, ne? Ich glaube schon. Aber bis jetzt sehe ich hier noch nichts. Wo sind die Luftblasen? Da. Da hinten irgendwo. Hallo? Ah, da hinten. Hier. Da, genau. Grab mal aus. Was haben wir? Oh, das ist doch ein Oktopus. Du hättest besser Acht geben sollen. Willst mich verarschen? Ein Oktopus. So, hier auch. Was haben wir da? Oh, Seetang. Das ist doch ein Wakame-Alge. Du hast dich wacker geschlagen. Oh, cool. Oh, da hinten ist noch was. So, runter mit mir. Ah, ah, ah. Das wollte entkommen, Leute. Das wollte eiskalt entkommen. Oh, das ist doch ein Seeananas.
Zählt die zu den Meeresfrüchten? Ich weiß nicht. Weiß nicht, aber ist cool. Kann ich meine Kamera auch so? Ah, ich kann meine Kamera auch so machen. Hier haben wir nämlich noch was. Ah, ist noch ein bisschen. Und jetzt runter. Ah. Eine Seepocke. Die hat zu hoch gepokert. Also das... Also der Witz, das war kein cooler Witz. Das war echt ein unangenehmer Witz. Wie viele Sachen gibt's eigentlich? Eine Miesmuschel, Wer ist hier der miese Peter? Oh, ZL. Werden wir wieder meiden. Tiefste Tau... Ah! Okay. Meeresfrüchtchen. Cool. Haben wir sonst noch was? Nee, ne? Nee. Okay. Aber wir haben ein Rezept. Oh, ich wollte nicht auf die Karte. Sorry. Wollte nicht auf die Karte. Da. Achso, genau. Ein Muscheltürkranz und ein Kartonhocker. Und bei 400 PD gibt es jetzt eine neue Kategorie. Oh, das ist cool. Also, wir haben hier was Neues. Ah, stimmt. Den Nashornkäfer. Und den Mondfisch. Irgendwo. Da unten. So, und dann haben wir hier die Wakame-Eier. Ah, aha. Oh Gott. Die haben auch alle so verschiedene Zeiten. Also die jetzt nicht, aber... Aber von euch gibt es nicht allzu viele. 15, 15, 20, 40. 40 Stück, okay. Cool. Dann schwimmen wir jetzt einmal herum, würde ich sagen, ne? So, was haben wir hier Schönes? Nochmal eine Pocke. Aha. Ist auf jeden Fall wieder schön zu schwimmen hier. Vor allem auf einer Insel. Da bietet das sich ja quasi eigentlich an. Oh Gott, ich muss umdrehen. Oh, ich hab's noch. Ich hab's noch. Oh, eine Schlange. Oh, das ist doch eine Röhrenall. Alter, ich bekomme ja auch noch neue Fische. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob Röhrenall zu den Fischen hier zählt oder zu Deko, ich weiß es nicht. Aber da haben wir noch was. Da haben wir noch was Großes. Ein Seeigel. Cool. Meister der Überraschungsakupunktur. Ja, auf jeden Fall. Ich fände es auch cool, wenn es hier vielleicht noch eine kleine Insel geben würde irgendwo. Im Wasser. Ja. Noch mal eine Miesmuschel. Ich habe außerdem gestern Warrior Nan gesehen. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es übersetzen sollte, als mit die Nonnenkriegerin. Ist echt eine interessante Serie, was ich so glaube ich noch nicht allzu oft gesehen habe. Seeanemone, cool. Die ist hübsch. Ja. Kann ich auch A gedrückt halten? Ja, kann ich auch. Super. Ja, ist echt, also, da ist ein Mädchen gestorben. Das bekommt dann zufällig so einen Heiligenschein. Und der wird in ihren Rücken reingesteckt. Und dann erhält sie Superkräfte. Ist sehr interessant auf jeden Fall. Ist auch ein bisschen blutig, würde ich sagen. Ja. War sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Habe ich in einem Tag durchgesehen. Oh.
Und das, also das scheint schon größer zu sein, oder? Hallo? Gott, ey, dreht sich die Muschel einfach noch. Eine Kammmuschel. Okay, die haben wir ja. Hallo. Meeresröhrchen. Seeigel. Also bis jetzt haben wir nur die, die zu der Zeit da sind. Aber ich glaube, das ist schon in Ordnung so, oder? Ah, oh, hier. Die sind nachts nicht da. Okay. Also gibt es doch Unterschiede. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Ah, was haben wir hier denn Schönes? Baby Lunch, die Schnecke, okay. Oh, ich mag ja. Oh, ich würde jetzt auch gern schwimmen gehen. Aber während Corona traue ich mich nicht. Weil es wurde noch nicht gesagt, ob Wasser übertragbar ist oder nicht. Das konnten sie noch nicht herausfinden. Junge, so ein bisschen Schlangenlinien. Ich würde schon sagen, es sieht fast aus wie das echte Meer, oder? Also, wenn man jetzt nur das Bildchen, das könnte man schon fast als echtes Meer, weil ich war ja schon oft auf einem Kreuzfahrtschiff für mehrere Tage. Und das könnte schon fast so tatsächlich hinhauen. So. Dann haben wir nochmal eine sehr andere. Wie viel Platz haben wir eigentlich noch? Noch ein bisschen. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, ungefähr gleich die Hälfte geschafft. Ja, Grabenhaus. Oh, das hatten wir noch nicht. Eine Kriechsprossalge. Habe ich dich gekriegt? Ja. Genau. Kann man auch Fische fangen? Nee. Also A gedrückt halten, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich muss doch A drücken. Weil sonst macht er nicht mehr diese komischen Schwimmdinger da. Ja, die Schwimmzüge. Warte, so ist er so lang. Okay. Oh, gut. Okay, doch, ich hatte doch A gedrückt. Bisschen besser. Könnte auch nur A drücken, dann sind wir sogar noch schneller. Das ist echt nervig, ey. Ja. Tatsächlich. Da haben wir noch was Schönes. Bleib hier. Bleib hier, du kleine Muschel. Oh Gott. Oh Gott. Hat der mich erschreckt. Hey Mann, magst du vielleicht deine Kammmuschel an mich abtreten? Klar, nimm ruhig. Wow, voll grüßt du dich von dir, Mann. Oh, weg ist er. Ah, da ist er wieder. Da du mir deine Kammmuschel überlassen hast, habe ich dir auch eine coole Anleitung zugeschickt. Die Perlen, die du für dieses Bastelprojekt brauchst, sind krass selten und nur am Meeresboden zu finden. Falls ich selbst mal eine finden sollte, tausche ich sie gern gegen weitere Kammmuscheln von dir ein. Geben mag wohl schöner sein als nehmen, aber wenn beide Parteien geben, ist es noch krasser, Mann. Und weil du es bist, gebe ich dir sogar noch ein paar weise Worte mit auf den Weg. Dann pass mal auf. Wenn angeblich alles einen Anfang und ein Ende hat, was ist dann mit Donuts, Mann? Jetzt bist du erleuchtet, Mann. Peace out. Tschüss. Oh, da hinten haben wir noch was. Warte mal, schwimmt er hier nur herum? Nee. Oder links, da rechts war aber auch noch was.
gleich bestimmt voll. Aber cool, dass wir ein Rezept bekommen haben. Und hier haben wir auch noch was. Ich weiß nicht, ob man hier jeden Tag, ob man hier am Tag öfters tauchen sollte. Ich weiß nämlich nicht, ob das hier nachspawnt. Wir haben auf jeden Fall wieder was erreicht, aber nicht das. Hier. Otter wie Otter, was? Ja. Lebensretter. Achso, das war Gilliver. Das war der Geist. Achso, das war Dings. Und KK. Ja, KK habe ich eigentlich keinen Bock da, die ganze Zeit herumzuschillen. Also ich muss mal eben hier wieder so machen. So, super. Komm her. Eine Miesmuschel wieder. Wir haben noch Platz für 9. Für 9 Sachen. Okay. Für 7 Sachen, dann kann ich nämlich die 2 Fische da auch direkt mitnehmen. Ja, noch eine Kammmuschel. Sehr schön. Ich weiß noch nicht, wann der immer kommt. Und wo der sich dann befindet. Ja, da haben wir noch was. Seeananas oder ist das Flugzeug? Das Flugzeug. Ich muss eigentlich auch mal wieder Dinotopia schauen. Vielleicht kommt das ja auch mal irgendwann mal wieder im Fernsehen. Oh, eine Qualle. Eine Ohrenqualle, cool. Oh, das ist cool. Finde ich cool, dass wir die haben. So. Okay. Ich würde sagen, wir sind eine gute Runde geschwommen. Gehen wir jetzt ins Museum. Okay, da kann ich nicht schwimmen im Fluss. Also gut zu wissen. So. Sehr schön. Boah, ist das hell hier. Also gefühlt sterbe ich hier gerade. So. Achso, was haben wir für ein Rezept bekommen? Ein Nixenbett. Cool. Sehr schön. Sehr schön. Oben war auch noch eins, aber das haben wir ja schon. Ja, das haben wir. Na, einmal hochscrolli. Dann haben wir das Nixenbett. Schön. Sehr schön. So, dann gehen wir eben hier ins Museum rein. Oh, oh, dann würde ich aber auch sagen, dann schauen wir uns den Fischbereich mal eben einmal an. So, ja. Mir kam so an, dass in den Gewässern von Nimmerland jüngst Meerestiere entdeckt wurden. Und wohl auch noch weitere Wunder des Ozeans, so sagt man jedenfalls. Welch aufregender Gedanke. Zwar sind mir die genauen Aufenthaltsorte jener ozeanischen Entdeckung nicht bekannt, doch sollte ihnen derartiges in die Hände fallen, so stünde ich mit Freunden zu einer Analyse bereit. Wie darf ich Ihnen dienen? Meerestier gefunden. Huch, welches Meereswesen wünschen Sie mir zu präsentieren? Ganz schön. Oh, jetzt muss ich alle einzeln oder was? Cool. Das ist doch eine Seeananas. Meerestiere sind wirklich außerordentlich Geschöpfe, nicht wahr? Sagen Sie, wären Sie vielleicht bereit, Ihren fantastischen Wunsch? Ja, selbstverständlich. Ich könnte Ihnen auch viel Spannendes. Oh, sehr gerne. Famos, sowas lässt man sich nicht zweimal sagen. Die Seeananas ist schon ein kurioses Wesen. Ihr Name, ihr Aussehen. Sie mag zwar einer dezent überreifen Ananas ähneln, doch sie ist keine Frucht. Und zu den Krebsen oder Seeschnecken gehört sie ebenso wenig. Sie zählt zu den sogenannten Manteltieren, welche seichte Gewässer nach Plankton filtern.
In jüngerem Alter sieht sie einer Kaulquappe ähnlich und kann wie jene frei umherschwimmen. Oh cool! Doch irgendwann beginnt auch für sie der Ernst des Lebens und sie lässt sich auf einem Felsen nieder. Seien wir lieber nicht zu vorlaut im Gespräch über sie, sonst spritzt sie uns noch mit Wasser voll. Und das war's im Groben, denke. Dann will ich ihre große Gespinne sogleich ausstellen. Ich danke Ihnen von Herzen. Es ist jedenfalls festzuhalten, dass unsere Insel von der Vielfalt der Natur geradezu gesegnet ist. Und dies erstreckt sich auch auf die Wunder des Ozeans, welche wir natürlich gerne ausstellen wollen. Tatsächlich nehme ich nunmehr auch Meerestiere als Spende an und bitte höflich um ihre Unterstützung. Cool. Ich will etwas stiften. Dann lesen wir uns mal den Oktopus durch. So. Nanu, ganz klar, das ist ein Oktopus. Ich könnte Ihnen auch viel Spannendes dazu erzählen. Ja, sehr gerne. Famos, sowas lässt man sich nicht zweimal sagen. 8 Arme, 3 Herzen und ein Gehirn und beachtlicher Größe. Ja, der Oktopus ist etwas Besonderes. Besonders im Tarnen und Täuschen macht unsere schlingfreudigen Freund keinen etwas vor. Die besondere Haut des Oktopus lässt ihn nämlich in Sekunden Farbe und Oberflächenstruktur wechseln. Oh, das wusste ich gar nicht. So mimt er zunächst einen glatten Sandboden und unerhofft danach einen schroffen Felsvorsprung. Doch allein damit gibt sich unser Meister der Gaukelei mitnichten zufrieden. Oh nein. Sollte sich ein Schurke nähern, stößt meist Krake seine berühmte Tinte aus. Und schwupp, fort ist er. Ein Unterseetier, das trickst wie ein mystischer Ninja aus Fornos. Welch dramatisches Spiel der Natur. Und das war's im Groben. Cool. Sehr cool, auf jeden Fall. Ja, ich will noch was stiften. Und zwar die Wakame-Alge. Ja, sehr gerne. Die Wakame-Alge kennt mancher nur als schnöde Sushi-Ummantelung, was ein gewaltiges Unrecht ist. Aus integraler Bestandteil des Ozeanlebens trägt sie zur Funktion diversester Biosphären bei. Und zwar nicht nur als Nahrung, oh nein, Algen sind für zahlreiche Spezies auch die ideale Behausung. Und sogar unser Eins über dem Meeresspiegel erfreut sich an dem Sauerstoff, den Algen produzieren. Oh mein Gott, Leute, ihr müsst aufhören, Sushi zu essen. Nur wenn man mal ein Füßchen ins Wasser steckt und eine Alge es umgilbert, dann igittigittigitt. Und du hast doch keine Füße. Oh doch, hast du. So, ich dachte, der hätte ja so, Gott, wie nennt man das denn? Nennt man das auch Füßen? Ja, ich glaube schon. Okay, sorry. Heißen das echt Füße? Ich bin gerade richtig verwirrt, Leute. Ich habe irgendwas anderes im Kopf gehabt. So. Ja, erzähl mal hier. Die Seepocken sollte man keineswegs mit Muscheln verwechseln. Es sind noch nicht einmal Weichtiere. Man sieht es nicht unbedingt, doch es sind Verwandte des Hummers und des Krebses. Oh. Seepocken erscheinen sehr stoisch. Stoisch? Und bewegungslos. Doch das ist nur die halbe Ware. Stoisch. Keine Ahnung. Im jungen Alter treiben sie nämlich leicht und ungeschützt im Meer umher, bis sie sich niederlassen. Sobald der ideale Stein gefunden ist, machen sie sich daran fest und da fragt man sich doch, blickt die adulte Seepocke nicht manchmal in die Ferne und denkt an vergangenen Reisen? Und das war's im Groben. Denken Sie mal darüber nach. Dann will ich Ihre großzügige Spende sogleich ausstellen. Ich danke Ihnen von Herzen. Kann ich Ihnen noch mit irgendetwas anderem behilflich sein? Ja, wir haben noch mehr. Noch mehr. Und zwar die Miesmuschel. Wussten Sie, dass die Miesmuschel Bartträgerin ist? Huh, und ob? Nun, in gewissem Sinne zumindest. Miesmuscheln sondern ein Sekret namens Byssus ab, das auch Muschelseide genannt wird. Diese Fäden tragen sie wie Bärte und befestigen sich damit sicher an Felsen.
Ein Bad mit Funktion also, nicht nur zu imponieren. Obwohl, wer weiß, vielleicht fühlt sich die Muschel damit ja besonders markant und schick. Und das war's im Groben. Ja, ja, cool. So, nächstes. Dann haben wir hier den Röhrenaal. Der Röhrenaal ist ein kleiner, schlangenartiger Fisch, der sich gerne im Meeresbodensand verscharrt. Mit hervorgestrecktem Köpfchen tut er sich dann an Plankton gütlich, das die Strömung ihm serviert. Manch einer fühlt sich an Spargelpflänzchen erinnert, die mit dem Kopf aus der Erde lugen. Röhren hat man sie hingegen selten, was mich ob ihres Namens schon ausgesprochen amüsiert hätte. Und das war's im Groben. Oh. Wieso lese ich eigentlich immer... Und das war's im Groben. Ja, wir haben noch was. Den Seeigel. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8. 8 Stück haben wir noch. Der Seeigel ist mit Sicherheit eines der bekanntesten Ozeanwesen und so stilbewusst dazu. Ganz in Schwarz gewandelt, dazu punkig, stacheliger Look. Ja, das Zeug von Charakter. Ob sich mit ihm verwandte Seetiere wohl neidisch darüber mokieren? Seestern oder Seegurke etwa? Das würde die Feindseligkeit erklären, die viele Geschöpfe dem Seeigel entgegenbringen. Doch keine Sorge, die Stacheln unseres wehrhafteten Freundes bieten ihm bestmöglichen Schutz. Und mit seinen gut versteckten Füßchen ist er darüber hinaus überraschend mobil. Geschützt, geschickt und dazu auch noch gescheit aufgemacht. Ein Tausendsasser des Meeres. Ha, ich hab's nicht vorgelesen. Hihihihi, ich bin so gut. Ich bin so gut. Das tut mir einfach gut. Oh, jetzt kommt die schöne Seeanemone. Da freut sich Nemo bestimmt. Ich könnte ihn... ja, sehr gerne. Die Seeanemone wäre das perfekte Haustier für die Medusa. Das böse Fabelwesen. Wieso, fragen Sie? Sehr einfach, sie verfügt über einen prächtigen wallenden Schopf, der fast wie Haare anmutet. Doch die vermeintliche Zier ist in Wahrheit eine Gruppe gieriger Fangarme, die ein Maul säumen. Bei den sachtesten Berührungen schon lähmen jene Tentakel ihre Beute mit einem mächtigen Nervengift. Und schon, tja, ist das ohnmächtige Opfer unterwegs in die Anemone hungrigen Schlundmahlzeit. Darum an sie eine Lebensweisheit für heute. Lieber mit Bedacht als ohne Nähere dich der Anemone. Und okay, das heißt, man darf keine Anemone berühren. Das ist gut zu wissen, das wusste ich auch noch nicht. Dass sie giftig, also dass sie dann jemanden betäubt mit ihren Stacheln. So, ist die Schnecke auch so gefährlich? Mal schauen. Wohl Babylon. Hört sich schon. Seeschnecken wandern bei Wetterumschwüngen aus der Tiefe ins seichte Gewässer. Es handelt sich um Fleischfresser mit einem großen Faible für Würmer, Schalentiere und Mollusken. Es heißt, dass sie sogar ihren Panzer einsetzen, um die Schalen ihrer Beute zu knacken. Und das Innere eben jener wird dann mit einer Zähnchen gesäumten Zunge leergeschleckt. Nicht unbedingt die appetitlichste Vorstellung. Pardon, sollte ich ihn ihr nächstes Mal verdorben haben. Ja, haben sie. Und das, also, die Vorstellung ist echt eklig, dass jemand an der Zunge die Zähne hat. So, jetzt kommt die Karmuschel. Irgendwie erinnert mich die Karmuschel an die Muschel von Otaro aus Pokémon. Oh je, die Karmuschel ist wahrlich ein Wunder der Muschelwelt. Die meisten ihrer Verwandten verharren ihr Leben lang brav an einem Fleck, doch nicht sie. Nähert sich ein Fressfeind, schwimmt die Karmuschel durch Zuklappen ihrer Schale durchs Wasser davon. Wie sie merkt, dass Gefahr im Verzug ist? Na, sie hat Augen wie sie. Bloß A200. Was? Was? Man mit so vielen Augen wohl nicht sieht, ob sie in meinen Kopf sehen kann und weiß, wo ich gerade... Ich wusste das nicht. Und das war's im... Alter Schwede, ich wusste gar nicht, dass die Muschel 200 Augen hat. What? Alter, ich werde hier gebildet, Leute.
Leute, Leute. Ich als früherer Meeresbiologe. Die Kriechsprossalge ist ein Meeresgewächs mit unverkennbarem Aussehen, sehr charakteristisch. Besonders die grünen perlenartigen Kugeln entlang ihrer Wuchsachse machen sie leicht wiederzuerkennen. Und wie so manche grünen Gewächse auf dem Land dient, auch so viele als Nahrung, nur eben etwas salzig. Die grünen Kügelchen bieten ein interessantes und besonderes Kaugefühl. Sie zerplatzen förmlich. Ob man daher Algen im Restaurant versuchen sollte, wenn man mit viel Salz zurechtkommt? Allgemein ja, würde ich sagen. Huh? ich habe schon mal Kriechalgen gegessen. Ich mag es ja echt gerne salzig, vor allem Pommes. Die schwimmen quasi im Salz. Und ja, die sind echt cool. Also ich finde die lecker. Meine Mutter mag die zum Beispiel gar nicht. Hat gesagt, boah. Ja. Hat ihr Gesicht damals da verzogen. Aber ich mochte die tatsächlich. Aber ich würde sie jetzt nicht mehr essen, ne? Weil ich habe heute ja erfahren, dass Algen, dass Algen sehr, sehr wichtig sind für unsere Welt. So. Wobei sie bei Berührung eher an eine Brennnessel erinnern dürfte. Doch keine Sorge, also halb so wild. Für unser Sein zumindest keinerlei Geschöpfe sollten tunlichst Abstand von ihrem Fangarm halten. Die Netzezellen in ihnen töten kleine Fische und andere Lebewesen, die sich zu ihr verirren. Und eigens zur Nahrungsaufnahme geschaffene Arme verfrachten die nun Armen dann in ihren Schlund. Die Ohrenqualle zeigt, wie schön und wie grausam zugleich die Natur sein kann. Und das war's im Groben. Ja, cool. Jetzt haben wir noch die zwei Fische. Die Mondfisch. Wieso ist es eigentlich Mondfisch? Weil er so rundlich ist? Das interessiert mich jetzt hier. Komm, zeig mir mal den Mondfisch. Mondfische sind große Verwandte der Kugelfische, deren Kopf an der Schwanzflosse zu sitzen scheint. Als Spezies sind sie recht entspannt und lassen sich einfach von der Strömung treiben. Das ist auch gut so, denn wem würde es schon gefallen, wenn plötzlich ein großer Kopf auf ihren zu schwämme? Und das war's. Oh, hä? Mann, ich wollte wissen, wieso der Mondfisch heißt. Vielleicht googeln wir erst gleich. So. Wieso heißt der Mondfisch? Mondfisch. So. Okay. Lass hören. Gut. Der Kopf des Nashornkäfers ist wie der Helm eines Samurai geformt. Davon könnte man sich ja beeindrucken lassen, wenn seine Größe nicht so abstoßend wäre. Erwachsene Männchen kämpfen und graben mit ihrem Horn, während die Weibchen nichts dergleichen tun. Auch ihre Larven und Puppen erreichen enorme Ausmaße und fressen sich durch verrottetes Holz. Ach, welch traurige Mahlzeit. Na, in jedem Fall aller herzlichen Dank für ihr wundervolles Schwindel. So. Der Was? Okay. Der Amerikaner nennt ihn Sandfisch, weil er sich auch tagsüber an der Meeresoberfläche in der Sonne treiben lässt. Wissenschaftlich korrekt heißt er Mola Mola, was zu Deutsch sowie Mühlstein bedeutet und seinen kuriosen Erscheinungen noch am nächsten kommt. Okay. Ist einer der schwersten Knochenfische, der Mondfisch. Okay, dann schauen wir uns mal hier die Algen und sowas an. Ich bin gespannt. Ob wir jetzt hier irgendwas noch sehen. Aber bestimmt hinten eher bei den Pflanzen, ne? Hier zum Beispiel ist ein Baum. Der Baum war aber nicht vorher hier, oder? War der Baum vorher da? Nee. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es leider nicht mehr. Oh, aber hier haben sie echt neue Sachen reingetan. Also hier ein paar Felsen. Okay, die haben hier schon ein bisschen was geändert. Aber hier ist auch, glaube ich, noch nichts drin. Aus der Mondfisch oben. Da ist der Mondfisch.
Okay. Hier haben wir auch nichts. Oder? Was haben wir hier? Nee. Okay, okay. Aber die haben überall Felsen hinzugefügt. Das finde ich gut. Finde ich echt schön, dass sie jetzt da ein bisschen mehr auf Deko noch gegangen sind. Das gefällt mir. So, da müssen ja die ganzen Sachen ja hier eigentlich sein. Hoffe ich mal. Ah! Hier sind die Quallen jetzt. Oh, das ist cool. Hier sind jetzt auch welche. Die Kamusche, der Seeigel, die Babylon-Seeschnecke. Sehr schön. Da unten sehen wir den Oktopus. Sehr cool, ist das hier, ne? Ja. Seeananas, Oktopus. Was haben wir hier nochmal? Ach, das war Kalmar. Ah, da habe ich die Pocke gesehen. Aha, die Seepocken. Cool. Ich möchte noch ganz gerne noch die Anemone sehen. Ah, die ist hier, glaube ich. Oh, sehr schön. Röhrenaal. Oh. Hier ist die Anemone. Seeanemone. Oh, schön. Schön, schön, schön. Miesmuscheln. Das gefällt mir ja schon immer mehr, Leute. Das gefällt mir wirklich. Cool. Ja, Leute. Dann schauen wir uns noch eben schnell die Teppiche an, die ich hier bekommen habe. Und danach beenden wir auch schon den Part für heute. 42 Minuten. Ist schon was. Mal schauen, ob die ganzen Meeressachen schon alle da sind. Und nicht nur erst einen Monat, dann irgendwie. Das kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen. Aber vielleicht ist es auch so. Machen wir auf jeden Fall einen schönen Meeresraum. Ich mache ja eh gerne Meeressachen. Ist schon cool. Finde ich cool hier. Hat mir gefallen. Kleine Museumstour. Okay, dann probieren wir mal eben hier aus. An die Wand, Fuß, Flussboden. Oh, Flussboden ist auch cool tatsächlich, ja. Gefällt mir sehr. Yeah, nass. Das ist echt, das ist ein schöner Boden, ja. Achso, hier war Osterkacke. Aber hier waren auch Muschelsachen. Die würde ich mal ganz gerne rausnehmen. Denn... Ne, du nicht, hier. Ins Lager. Ich tue ich ins Lager. Ihr hässlichen Ostereier. Denn ich glaube, ich mache mein Obergeschoss mit Unterwasser. Obwohl, das sollte dann eigentlich im Keller sein, oder? Ich glaube, im Keller wäre besser. Oh, der Boden ist aber eigentlich perfekt für. Ich glaube, im Keller wäre tatsächlich besser. Da machen wir es, glaube ich, im Keller, wegen Unterwasser. Wegen Unterwasser. Dann kommt das ja alles nach oben. So, tun wir hier einen Muschelteppich rein. Tun hier dieses komische Perlenmuschelbett. Sehr schön, und einen Tisch. Wie sieht das mit diesen Pflanzen jetzt aus hier? Platzieren. Okay. Die sind nicht ganz so toll dann hier. So wie die Seepocken wahrscheinlich. Oder die hier. Wir haben also alle ein Aquarium. Okay. Dann
Würde ich einfach mal behaupten. Oh, vielleicht kann man die ausstopfen lassen. Das könnte auch noch passieren. Tun wir die erstmal ins Lager. Dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann morgen wieder zu Animal Crossing, würde ich sagen. Machen wir mal eine Doppelfolge. Und bis dann, euer Kamito. Haut rein. Bis dann. Und Mini-Kühlschrank, wo habe ich den denn? Achso, die habe ich mir heute gekauft. Stimmt. Bis dann. Tschüss.